Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute und das nächste Mal möchte ich Ihnen zwei Autoren vorstellen, die in der frühen Zeit der Aufklärung gelebt haben. Der eine, ein Mann, stammt aus Frankreich, die andere, eine Frau, stammt aus England. Beide sind im selben Jahr geboren, 1689, und beide haben Reiseberichte geschrieben, in denen sie den Orient beschrieben haben, aus der Sicht eines Europäers und einer Europäerin. Sie haben beide darin das Thema Frau abgehandelt, Frauenemanzipation, Gleichberechtigung und das Thema Erotik. Und das Überraschende ist, dass sie zu vollkommen unterschiedlichen, gegensätzlichen Ergebnissen gekommen sind. Das eine ist der Franzose Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, der die Lettres Persanes geschrieben hat. Herausgekommen sind sie 1721 anonym in Amsterdam. Das sind 161 fiktive Briefe zweier Perser, die nach Europa gereist sind und in Paris die abendländische Gesellschaft aus ihrer Sicht betrachtet haben, aus ihrer fiktiven persischen Sicht heraus. Das andere, eine Frau, die das nächste Mal in Zeichensetzung vorgestellt werden soll, das ist Lady Mary Wortley Montagu, eine sehr, sehr interessante Frau, die lange Zeit in Konstantinopel gelebt hat und Briefe geschrieben hat. Und in diesen Briefen schildert sie, wie sie die osmanische Kultur erlebt hat. Beide, wie gesagt, haben als Thema die Frau in der abendländischen und die Frau in der orientalischen Gesellschaft. Es geht um Themen Freizügigkeit, ja, nein. Das eine sind Reiseberichte, die fiktiv sind. Das andere sind authentische Reiseberichte, vor Ort, und das ist schon eine sehr interessante Geschichte, wie unterschiedlich da die Sicht aussieht. Also heute kommt Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, zu Wort. Montesquieu wurde getauft am 18. Januar 1689, also er muss kurz vorher geboren worden sein, auf Schloss La Brède bei Bordeaux. Gestorben ist er am 10. Februar 1755 in Paris. Er gilt als ein gemäßigter Denker der Aufklärung, der frühen Aufklärung, hat eine gute schulische Ausbildung erfahren, studierte dann Jura in Bordeaux, wurde als Anwalt zugelassen. Das ist eine damals übliche Ausbildung für Adlige gewesen, das haben wir ja bei Corneille schon erlebt, ging dann nach Paris, lebte in Bordeaux, heiratete, bekam Kinder, war als Richter tätig und schrieb als Autor. Er wurde in die Akademie von Bordeaux aufgenommen. Berühmt ist er vor allem durch seine geschichtsphilosophischen und eben auch politischen Schriften. 1721 wurden seine Lettres Persanes, also persischen Briefe, veröffentlicht und sehr bald durch Zensur verboten, was nicht verhindert hat, dass er 7 Jahre später, 1728, in die Académie Française aufgenommen wurde. Er war dann in England, in London, Mitglied der Royal Society, trat den englischen Freimaurern bei und schrieb viele historische Werke und politische Werke. Und eines der berühmtesten Werke, das eigentlich jeder kennt, der Abitur gemacht hat, ist De l'Esprit des Lois, 1748, in dem er die Trennung der drei Gewalten propagiert, der legislativen, judikativen und exekutiven. Ein Gedanke, den er auch von John Locke übernommen hat. Und die katholische Kirche hat dieses Buch sofort auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt, wo es verblieb bis 1967. Er hat dann auch mitgewirkt an der Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert und war wirklich ein aufgeklärter Mann, der
die Aufklärung in Frankreich entscheidend mitgefördert hat. 1721 nun eben die Lettres Persanes, die im protestantischen Amsterdam erschienen sind. Aus gutem Grund, er wusste sehr wohl, dass dieses Werk in Frankreich sehr schnell zensiert und verboten werden würde. Und außerdem als Adligen waren Veröffentlichungen nicht comme il faut. Und so hat er diese 161 persischen Briefe auch anonym herausgebracht. Montesquieu spricht in diesen Briefen sehr viele Themen an, geschichtsphilosophische, staatsphilosophische Themen, die er in seinen späteren Schriften eben im De l'Esprit des Lois ausarbeiten wird. Und dieser Text gilt als Schlüsseltext der Aufklärung. Es existieren in diesem Text auch kleine Erzählungen, die von den Troglodyten, die Geschichte des Aphiridon und der Astarte und ein Fragment einer alten Mythologie. Der Blick geht von Ost nach West, von fiktiven Persern, die nach Paris gereist sind und die das Abendland mit Staunen, Spott und Kritik überziehen. Es ist ganz eine typischer Gestus im Barock. Die geometrische Gestalt des Barock ist die Ellipse, nämlich eine Figur, eine geometrische Figur, die sich aus zwei Brennpunkten ergibt, aus zwei Spiegelbrennpunkten. Man betrachtet das gegnerische Gegenüber von einem anderen Spiegelstandpunkt aus. Und das ist das Wesen auch dieser Lettres Persanes. Man beobachtet und kritisiert die eigene Welt spiegelbildlich und dadurch wird natürlich auch der Blick auf das Fremde nicht gepflegt, sondern man fokussiert das, was die eigene Welt, was man in der eigenen Welt für wichtig hält. Also die Lettres Persanes, das ist die Korrespondenz zweier Perser, Usbek und Rika, die 1712 nach Paris kommen, dem Ziel ihrer Reise. Das sind die letzten Regierungsjahre Ludwig des 14. Und diese Perser erleben nun die kulturellen, religiösen und politischen Verhältnisse in Frankreich am Ende einer wirklich absoluten Monarchie in Hochform. Ihr Aufenthalt geht bis 1720, also noch unter dem Nachfolger Ludwig des 14. werden diese Briefe weitergeführt und Themen sind Religion, Priestertum, Sklaverei, Polygamie, ein Vergleich auch immer wieder zwischen Orient und Okzident. Und das Ganze ist auch in eine romanhafte Gestalt geformt, weil es auch Briefe an die zu Hause gebliebenen Haremsdamen gibt und das beflügelt die französische Fantasie und hat zum Erfolg des Buches unmittelbar beigetragen. Der Orient mit seinem Harem, mit den Paschas wird eben geschildert auch durch diese Briefe. Und das hat diesem libertinären Zeitalter sehr, sehr gut gefallen und auch unsere ganzen Vorstellungen im Abendland vom Orient und von Harem und so weiter und Eunuchen beflügelt. Es sind 161 Briefe ohne Zwischentexte oder Erläuterungen. Und Usbek schreibt nun an seinen Harem, an sein Serai, vor allem an seine Lieblingsfrau Roxane. Er schildert, wie sie sich ihm eigentlich verweigert hat, wie sie sich gegen ihn gesträubt hat und erhält nun von dort auch Briefe vom Obereunuchen und den Abschiedsbrief Roxans. Roxane schreibt ihm einen Brief, in dem sie sagt, dass sie nun an Gift sterben wird und sie erklärt es durch ihren Widerwillen gegen seine männliche Oberherrschaft.
Das ist die Zeit, in der kurz zuvor die 1001 Nacht in Französisch erschienen ist, in der Übersetzung von Antoine Galland. Also das war das erste Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. Und diese Sinnlichkeit, die dann eben auch in diesen Briefen zu spüren ist, die hat die Menschen der Zeit fasziniert. Und noch Goethe hat über Montesquieu und seine Lettre Persane geschrieben: Unter dem Vehikel einer reizenden Sinnlichkeit weist der Verfasser seine Nation auf die bedeutendsten und gefährlichsten Materien aufmerksam zu machen. In dem Brief, in einem der letzten Briefe nun, schreibt die Haremsdame Roxane an Usbek in Paris aus ihrem Serail in Isfahan. Und sie erzählt ihm, dass sie ihn getäuscht hat, dass sie ihn zu täuschen wusste und dass sie seine Eunuchen verführt habe. Sie habe mit Usbeks Eifersucht gespielt und sie habe aus seinem Harem einen Hort der Lust gemacht, der Vergnügungen, die hinter seinem Rücken geschehen sind. Und sie stirbt nun bewusst an Gift, weil ihr Geliebter nicht mehr sei. Sie wirft Usbek vor, dass er sie und ihren Willen, ihren freien Willen missachtet hat. Und sie schreibt auf Französisch: Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur mes de la nature. Et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Nein, ich habe in deiner Knechtschaft leben können, aber ich war immer frei. Ich habe deine Gesetze in die der Natur verändert, also in quasi vorweggenommene Naturgesetze. Und mein Geist hat sich immer an die Unabhängigkeit, l'indépendance, gehalten und orientiert. Es ist ein unglaublicher Angriff an den männlichen Herrscherwillen, den orientalischen Mann, der eben, so die Vorstellung der Zeit, alle Rechte hat, der Meister ist, dem die Frauen gehören in seinem Serail, der die Frauen als Objekte benutzt und eigentlich kein Interesse an ihrer Seele hat, nur an ihrem Leib. Und sie schildert eben nun, wie diese Frauen auch diese Männer zu täuschen vermögen. Und hier wird sehr deutlich eine Kritik Montesquieus am Orient. Und er ist ein ganz strikter Befürworter der aufklärerischen Gesellschaft des frühen 18. Jahrhunderts, wie das in Paris zu erleben ist, wo die Französinnen sich sehr freizügig verhalten in ihrer Kleidung und in ihrem ganzen Auftreten in der Gesellschaft. Und wenn er das sozusagen in den Worten des Orientalen kritisiert, so ist das eigentlich eine spiegelbildliche Kritik, die auf den Orientalen und seinen Machismo zurückfällt. Also hier ein fiktiver Reisebericht aus dem frühen 18. Jahrhundert, in dem die Freizügigkeit des Abendlandes gefeiert wird und die Unterdrückung der Frau im Orient angeprangert wird. Wir werden das nächste Mal genau das Gegenteil erleben, wenn wir uns die Briefe von Lady Montagu ansehen werden.